war ja schwere Verletzung vor über einem Jahr und jetzt ist es Zeit gewesen, die Schraube und Platte rauszunehmen. Und ja, es fühlt sich einfach jetzt richtig gut wieder an und bin beschwerdefrei, kann komplett Vollgas geben. Die ganze Vorbereitung lief sehr gut und jetzt freue ich mich natürlich extrem darüber, dass der Trainer mir dann das Vertrauen gegeben hat, im ersten Spiel von Beginn weg zu spielen. Hätte mir natürlich gewünscht, dass das Ergebnis besser ausfällt, aber für mich persönlich war das schon jetzt ein Meilenstein. Ja, wir wussten, dass natürlich Leverkusen im Umschaltspiel auf die Konter lauern und mit ihrer Geschwindigkeit, Dynamik extrem gefährlich sind. Aber man muss sagen, gestern haben sie es auch in der Defensive extrem gut verteidigt. Sie haben uns schon Platz gelassen zum Spielen, aber dann im entscheidenden letzten Drittel eben, wo es dann interessant wird, da waren wirklich wenig Räume. Es war sehr schwierig für uns, klare Chancen rauszuspielen. Und muss man einfach wirklich sagen, dass Leverkusen es gestern wirklich sehr gut gemacht hat. Der Schlüssel gegen solche Spiele ist natürlich, wie der Trainer gesagt hat, eben nach vorne verteidigen, nicht aufdrehen lassen und immer sehr aus einer kompakten Formation eben. Und das wäre eben im Endeffekt der Schlüssel dazu. Es ist dann vielleicht doch nicht ganz aufgegangen, weil wir vielleicht dann doch in einer oder anderen Situation unnötigen Ballverlust gehabt haben oder einfach zu offen gestanden sind. Also die Idee ist natürlich schon gewesen, auch mal defensiver eben stabil zu stehen. Und ich finde auch grundsätzlich haben wir ja, jetzt nicht aus dem Spiel so viel heraus zugelassen. Aber es waren eben diese zwei, drei Ballverluste und da hat es zwei oder dreimal eben geklingelt. Und das ist natürlich dann extrem bitter. Also wir haben umgedreht und habe gesehen, der Ball, und mit dem Rechnen ist es natürlich dann schwer, wäre auch nicht mehr hingekommen, weil natürlich der Backer ganz links außen einen klaren Bewegungsvorsprung gehabt hat, aber ja, ist natürlich schon bitter gelaufen das Ganze. Aber wie gesagt, für mich persönlich überwiegen jetzt einmal die positiven Dinge, dass ich jetzt eben wieder richtig fit eben dastehe. Und auch gestern das Spiel eben, denke ich, körperlich sehr gut weggesteckt habe und fühle mich einfach sehr wohl. Der Trainer hat uns schon darauf hingewiesen, nicht Teufel komm raus spielen, sondern diszipliniert bleiben und gut stehen. Und auch wenn wir in der 80. das eine Tor machen, dann brennt es nochmal hier im Borussia Park. Und schlussendlich ist dann auch so gekommen mit Lars, dass der zwei Tore macht, hat es nochmal richtig, ist nochmal richtig spannend geworden. Aber leider war die Zeit dann schon zu knapp. Augsburg ist ja relativ nah zu Salzburg, wo ich herkomme. Also vielleicht wäre das ein gutes Omen, aber ich finde, Augsburg macht es wirklich gut. Deswegen, es wird nicht einfach, aber kein Bundesligaspiel ist einfach. Aber ich finde trotzdem, dass wir nach der Vorbereitung richtig gut körperlich, physisch eben dastehen und dass wir einfach gestern wirklich einen Gegner hatten, die es besser gemacht haben und entschlossener waren vielleicht im letzten Drittel. Und jetzt wird es einfach wichtig sein, dass wir nochmal richtig hochfahren und uns pushen und dann auswärts endlich den ersten Dreier einfahren.